verdammt, dieses Audio unter Linux. Oh, ich dreh durch, Junge, ich dreh durch. Und das passt immer noch nicht. Die Lautstärke ist immer noch viel zu hoch. Immerhin sind wir jetzt im Spiel. Ich bin nach Hause. Ich mach mal hier ein bisschen leiser. So. Und danach durch die Nachbearbeitung würdet ihr wahrscheinlich nicht allzu viel davon merken. Warum schlägt denn das auch? Moment. Die Regler, die zittern da vor sich hin. Aber es schlägt dann laut aus und Sprache schlägt auch aus. Mal nochmal den Gegentest. Ich weiß auch nicht. Jo, eigentlich hatte ich ja ganz gute Laune gehabt zum Aufnehmen. War motiviert, wollte schön was bauen mit euch. Dann habe ich OBS gestartet. Kein Audio. Hin und her, probiert, gemacht. Wirklich Recherche kannst du natürlich auch nicht machen mit der Scheiße. Es ist, ich dreh durch, Junge. Gut, jetzt scheint auf jeden Fall irgendwas aufgenommen zu werden, auch wenn irgendwie das Gameplay da irgendwie die ganze Zeit am Ausschlagen ist, obwohl nichts passiert. Und wenn gameplaymäßig was passiert, also irgendwie Desktop-Audio kommt, dann schlägt der Commentary-Regler auch aus, obwohl nichts passiert. Wenn diese Aufnahmesession also vom Audio her ziemlich scheiße sein sollte, vielen Dank an Pulse Audio. Läuft bei euch, Junge. Oder an OBS. Oder an beide. Sind einfach alle schuld. Alle einfach komplett schuld. Ich gucke immer mal unten hin, ob irgendwo die Aufnahme läuft oder irgendwas anderes passiert. Oder die Webcam steht auch scheiße. Also alles. Nee, die muss weiter rüber, ne? Die muss. Muss die hier hin? Muss die. Bah. Muss die hier hin? Ich weiß es doch nicht, Junge. Nee, hier muss die hin. Nee, da steht die auch scheiße. Nee, das. So muss die. Oder sitze ich einfach nur scheiße? Kann natürlich auch sein. Egal. So. Bin ja jetzt total motiviert. Naja, Motivation kommt vielleicht beim Bauen. Hoffentlich funktioniert das Regeln in KDN Live noch. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen unten gebaut und gemacht und getan. Und ich habe so viel Zeug im Inventar. Ich leere das gleich erstmal aus, aber ich wollte einmal nochmal kurz Revue passieren lassen, was wir eigentlich alles Tolles gemacht haben und was wir heute vorhaben, vor allem. Na, das Blümchen-Ding hier. Ja, gut, okay. So, Dülle, hier unten. Das ist definitiv zu laut. Was auch immer. Ja, hier, der Kram hier unten. Ich habe in der Testwelt mal geguckt, was man natürlich machen kann. Irgendwie alles komplett rausreißen, einmal sauber verkabeln, alles wieder zubauen. Das werde ich auch machen. Allerdings haben wir jetzt, glaube ich, lang genug hier im Keller verbracht. Und, naja. Da funktioniert ja irgendwie noch gar nichts. Ne? Also, machen wir aber auch nicht. Machen wir eine andere Aufnahmesession mal. Das ist eine der vielen Baustellen. Wir machen hier einfach zack, zack. Dann sind die Türen zu. Und dann ist es so, als wenn nichts gewesen wäre. Unser Lager müssen wir auch noch irgendwann mal anschließen. Können wir auch noch mal machen. Blätter da. Ich habe ein bisschen Holz da, das brauchen wir. Nehme ich mal mit. Erde werden wir gleich kriegen. Und dann zum Herrenhaus. So. Meine Güte, bin ich frustriert, ne? Ganz ehrlich. Also.
Könnte alles so schön einfach sein, aber es muss ja alles kompliziert sein und komisch sein und verrückt sein und hast du nicht gesehen. Ja, die Kiste ist voll. Zeugs, ich habe so viel Zeug dabei. Weißt du was? Ich schmeiß das alles weg. Ja, komm. Scheiß, egal. Zack. Ich schmeiß jetzt ganz viel weg. Einfach so. So. Ich habe da nämlich keine... Na gut, das Eisen nicht. Das brauchen wir gleich noch. Aber ich habe da keine Lust drauf, damit mich noch länger rumzuschlagen. Und da ich eh frustriert bin, scheißegal. Es kommt jetzt alles... Einfach alles... In die Tonne. Den Replacer behalten wir. Das kommt weg. Da komm, scheißegal. Das ist alles nichts wert. Wieso habe ich eigentlich so einen Knacken auf der Leitung? Hm. Was auch immer. Was auch immer. So. Mesokon schmeiße ich vielleicht nicht weg. Ist das... Test 1, 2, 3, Test 1, 2, 3, Test, Test, hallo, 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 hallo. Knacken in der Leitung, Knacken in der Leitung. Ach, Mensch, 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 naja. Gut, also, wie gesagt, muss man doch nochmal kommen, wir nehmen einfach mal einen von hier irgendwo. Da, wo es nicht so auffällt, hier unten irgendwo. Es fällt aber überall auf. Hier fällt es nicht auf. Doch, da fällt es auch auf. Dann fällt es hier nicht auf. Dann fällt es da auch nicht auf. So. Dann machen wir nämlich hier. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hallo? 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 Wo ist er? Wo ist er? Hier oben? Hier oben? Hier unten? Wo ist denn jetzt das Loch? Ich bin so durch, ne? Hier ist das Loch, okay. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Eine Axt haben wir. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Inventar so ein bisschen aufräumen gehen. So. Mesekon in die Mesekon-Kiste. Hier unten haben wir auch noch ganz viel insulated. Hatten wir drüben noch was? Ich glaube, wir hatten drüben noch was, ne? Brauchen wir auch nicht mehr. Unsere Armee an Schraubendrehern brauchen wir auch nicht mehr. Warum ist mein Eimer leer? Das ist doch wieder alles... Hm. Verrückte Welt, verrückte Welt. So, Eimer ist wieder voll. Jetzt gehen wir mal eben drüben gucken, dass wir uns nochmal eine neue Hacke machen. Beziehungsweise, dass wir mal gucken, ob wir noch irgendwas dabei haben, was wir benutzen können für irgendwas. So. Ne, hier auch nicht. Guck mal, hier mal ein Schwert noch. Wir nehmen es mal mit. Man weiß ja nie. Und hier hatten wir noch. Hatten wir auch. Ne, hatten wir nicht mehr. Okay, dann machen wir was. Zack, 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 zack. Das muss noch nass gemacht werden. Natürlich muss das noch nass gemacht werden. Hier einmal zur Wasserquelle. So. Ach ja, ach ja. Wie viel brauchen wir denn? Haben wir zwei Schaufeln, oder? Gut, für Schaufeln haben wir wahrscheinlich inzwischen genug. Wir machen mal 8. So. 7. Und die Nummer 8 und den einmal wieder voll. So, rein, 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 raus. Und zack, 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 zack. Rein und... Ist nicht mein Tag heute. Ist definitiv nicht mein Tag heute. Siehst du? Siehst du, einmal weggeschmissen. So. In den Ofen damit.
da oben. Dann nehmen wir die Schaufel. Und dann gehen wir nämlich jetzt endlich mal die Baumfarm an. Das heißt, wir müssen uns hier so ein bisschen Platz schaffen und vielleicht ein bisschen aufforsten und abforsten. Ne, forsten, bauen. Hier, Terraforming. Ich habe nämlich so ein bisschen überlegt, wir machen die so ein bisschen erhöht. Aber dass die hier so rüber ragt und dann hier eben gerade runter geht. Und dann hat man hier so ein bisschen, Wand und, dann ist die Baumfarm ein bisschen erhöht und so ein kleines bisschen im Berg drin. Sollte natürlich nicht zu nah irgendwie, aber hier ist, glaube ich, wenn man hier so sagt, so hier ist vorbei. So. 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 Und dann gehen wir hier noch eins tiefer. Ich meine, es geht ja so wunderbar. So. Na, so halbwegs natürlich, ne? So. Und das ist dann die Höhe, auf der die Baumfarm sich befinden soll. Und ein bisschen auffüllen hier mit Erde, deswegen machen wir hier oben mal zuerst. Von der Größe her müssen wir mal gucken. Sie wird ein kleines bisschen größer. Ne? Und die Abstände werden ein bisschen größer, also von daher, das wird sich vielleicht sogar die Waage halten irgendwie. Und ich würde sie tatsächlich bis hier runter irgendwie dann gehen lassen. Gucken wir gleich mal. Wir bauen sie erstmal und da habe ich auch schon eine Idee, wie wir die bauen. Und dann gucken wir mal, wie wir dann entsprechend weitermachen. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaufelmöglichkeiten. So, zack, zack, zack. Nummer 1, Nummer 2. Und eine Spitzhacke machen wir auch. So, zack. Dann haben wir die nämlich dann auch dann da. Ja, nehmen wir mal die neue direkt. So, ein bisschen was essen. Hammer, und dann geht's weiter. Ja. Da. Also hier ist halt so Berg und so und ich würde vielleicht sogar noch einen weiter rein lassen. Das heißt, hier machen wir auch noch weg. Wir nutzen den Platz einfach mal so ein bisschen. Wir haben ihn ja. Na, unberührte Natur und so. Da war doch mal irgendwann was. So. So. Schön alles weghauen hier. Und es soll ja immer noch halbwegs echt aussehen. Na, so. Und hier auch nochmal. Total echt, wenn das alles hier so gleichmäßig ist, ne? So, das wäre dann hier die Position, wie die Baumfarm dann irgendwie anfängt. Und wir machen so schön lang hier bis hinten irgendwie ein Stück runter dann auch. So an der Oberseite, wie weit gehen wir hier? Gut, hier ist nichts weiter, das heißt, wir gehen hier. Ich würde sogar, kann man noch weitergehen? Man kann noch weitergehen. Es ist mir immer noch zu weit drin. Wir nutzen den Platz hier mal richtig aus. Na? Wenn das mit dem Audio jetzt scheiße sein sollte, würdet ihr das, was ich hier gerade sagen oder was ich hier gerade sage, gar nicht hören. Dann mache ich dann Zeitraffer draus und guck dann mal, ob ich auf andere Aufnahmemöglichkeiten zurückgreife. Ich meine, ein bisschen basteln kann man ja immer. Und das ist scheiße. Das ist so scheiße alles. Gut,
Hier vorne gucken wir gleich mal, aber hier machen wir auf jeden Fall erstmal weg. So, können wir hier vielleicht ein bisschen größer werden lassen, sogar schon. Und dann geht's hier um die Ecke rum, so. Das ist doch eine schöne Fläche. Ich glaube, da kann man arbeiten, das ist in Ordnung. Jetzt machen wir hier natürlich den Stein raus. Ups. So. Ist auch mal ganz schön, wieder an der Oberfläche zu arbeiten. Also das Permanente da in dem, im Keller unten, da wäre es ja wahnsinnig. Alles grau und alles Stein und hast du nicht gesehen. Irgendwann ist ja auch mal gut. So. Sieht doch halbwegs glaubwürdig aus, der Quatsch hier. So, jetzt. Wir gehen natürlich hier irgendwie hin und dann sagen wir hier. Bis... Machen wir bis hier, bis zu dem Baum. Ja, wir machen bis hier zu dem Baum. So. Upsa, so. Ich habe eine Axt dabei. So ist es nicht. Und wie gesagt, ich lasse hier jetzt erstmal offen. Den unteren Teil kümmern wir uns dann später mal drum. Hier oben kommt Zaun hin und... das entsprechende Design. Wir müssen hier, glaube ich, damit wir das bauen können, einmal so ein bisschen... Hier liegt gerade, da ist der Zaun. Das heißt, da ist die... Was habe ich mir denn da ausgedacht für einen Quatsch? Ich will nach Hause. Ich will nicht aufnehmen. Nee. Ist allzu hoch. Och, ich hab doch hier eine Axt. Das ist auf... Ist das auf Bodenhöhe? Das wäre ein bisschen übertrieben, ne? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe nur überlegt, wie man es machen könnte. So, das heißt, jetzt habe ich natürlich alles irgendwie weggeschmissen. Wir behelfen uns jetzt einfach ganz kurz mal hiermit. So vom Design her, dass wir da kurz mal eben planen können. So. Und zwar... Jetzt habe ich natürlich keine Ecktreppen, aber hier wären Ecktreppen noch. Also hier die, diese Eckdinger. Dann kommt einmal hier Erde in die Mitte. Und es kommt hier drumrum. Überall, dass man eben auf der Ebene ist. Oder dass man... Ja gut, hier wären eben die Ecktreppen und... auf dem Boden wäre dann halt eben... Ja, was auch immer, Stein oder irgendwie sowas. Und man läuft dann hier eben dazwischen und das nächste würde dann hier eben entsprechend anfangen. Hier, hier, dass man hier so einen Dreierabstand hat. Da hinten haben wir, glaube ich, einen Einerabstand nur. Kurz mal runter gucken. Ja, guck mal, hier ist nämlich nur ein Einerabstand. Und die sind sogar irgendwie eins drunter. Man läuft hier also direkt irgendwie so dazwischen. Und hier oben ist halt... ja, hat man eben so einen Dreierabstand. Nur deswegen also von der... Fläche her ist größer, aber im Endeffekt von der Anzahl her ist relativ ähnlich. Da müssen wir mal eben gucken. Da sind immer drei dazwischen. Jetzt wird es dunkel. Das heißt, wir machen das mal mit Fackeln und wir fangen tatsächlich. Da ist frei, da ist Zaun. Hier ist das. Wir fangen tatsächlich hier an. Also hier würde der erste Baum stehen. Und hier hinten, hier ist Zaun, hier ist Treppe und hier, da steht der erste Baum. So, dann haben wir das nämlich jetzt schon mal klar. Und dann gucken wir mal, von der Höhe her bleibt es eben so und dann machen wir dann immer Dreierabstände. 1, 2, 3, Baum, 1, 2, 3, Baum, 1, 2, 3, Hals, Maul, verpiss dich, ich bin hier am Bauen. Och, jetzt wird es aber langsam hier, langsam wird es albern jetzt. So.
1, 2, 3 Baum, 1, 2, 3 Baum, 1, 2, 3 Baum, 1, 2, 3 Baum. Eins, zwei, drei, Baum. Nee. So, also fünf Bäume in der Breite. Eins, zwei, drei, Baum. 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 So, und so viele Bäume in der Breite, ich glaube. Treppe, Zaun. 1, 2, 3, Baum. Treppe, Zaun. Upp. Ja, ich denke, den einen Baum, den können wir umpflanzen. Von der Größe her, ich glaube, das ist schon mal ganz anständig. So baumfarmmäßig. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ich glaube, das passt. 40 Bäume schon. Nur, müsste reichen. 40 Bäume kriegt man hier gut unter. Als Baumfarm. Wo wären wir denn hier? Wie wären wir hier? Das ist ja schon sehr nah, ne? Boah, die Fackel, die passt ja sogar vielleicht. Bis hier. Puh. Na gut, hier wäre dann ja frei. Die Fläche, die könnte man ja für was anderes nutzen. Und die Baumfarm würde dann hier tatsächlich relativ 3, 4. Oha. Passt schon. Passt schon, passt schon. Irgendwie, weißt du Bescheid. So. Gehen wir mal rüber und holen mal hier den alten Kram schon mal weg. So. Ja, das mit der Kiste, da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Nur die bauen wir natürlich jetzt auch erstmal ab. Die Technik, die bauen wir natürlich auch entsprechend erstmal ab. Das kommt dann eben alles anders. Wieso bin ich eigentlich schon wieder voll? Also viel Erde dabei. Na gut, okay. So. Machen wir hier nämlich erstmal zu. Und dann tun wir erstmal Erde weg. Habe ich die eigentlich schon gefiltert, die Erde? Rechts Erde. Habe ich schon gefiltert, sehr gut. Dann können wir nämlich die ganze Erde mal wegschmeißen. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm. Dumm, dumm. So, dann haben wir wieder ganze 3 Slots im Inventar frei. Wow. Wow. So, das brauchen wir nämlich gleich drüben, weil wir machen dann hier mit den Treppen quasi genau das gleiche Design. Mit den Slabs, da muss man mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja trotzdem irgendwie beleuchtet. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So. Wie viel hatten wir hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Deutlich weniger, okay. Also sie ist nicht nur größer, sie hat auch mehr Platz. So, ist vor allem mal eine Baumfarm, die dann auch hoffentlich dafür sorgt, dass dann die Bäume mal in ihrer normalen Größe wachsen und sich dann nicht permanent gegenseitig behindern, weil sie einfach zu nah aneinander stehen. Und sie stehen erhöht, das heißt, man kann hoffentlich dann auch gut drunter durchlaufen. So. So, unseren guten Cobblestone, den nehmen wir natürlich auch wieder mit. Upsa.
Wir hinterlassen hier alles so, wie wir es vorgefunden haben. Oh, na gut, okay, hier kann. Hier kann zu. Jo, drüber kann zu. Und hier kann zu. Beziehungsweise wir gucken mal von unten. Doch, ist richtig gewesen, ne? Genau, das ist die Leitung und der Strom und genau. Ach, jetzt kann man eigentlich direkt mal Erde mitnehmen, ne? Dass wir das auffüllen können. Naja, immerhin kann man 100 mal Erde mitnehmen, dass wir es auffüllen können. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. So, Audio scheint noch zu laufen. Lautstärke, hallo. Lautstärke scheint auch okay zu sein. Nee. Nee, 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 nee. Das ist doof, das ist doof, das ist scheiße. Früher war es auch nicht viel besser, da machen wir uns nichts vor. Aber, dass sich das immer ändert und dass der Scheiß dann immer nicht funktioniert. Ist nicht schön. Ist gar nicht schön. Was haben wir denn hier gemacht? Meine Güte. Ich glaube, das lassen wir mal so. Das ist. Ich glaube, das ist. Ach, da haben wir wahrscheinlich irgendwas rausgeholt. Na gut, nee, doch, komm hier, der letzte, da machen wir es auch ordentlich. So. Na, hier ist auch noch einer. Jetzt ist ordentlich. Genau, weil hier ist natürlich irgendwie Erde drunter. Das heißt, wir füllen das mit Erde auf. Beziehungsweise eigentlich müssten wir es mit Stein auffüllen. Aber ganz ehrlich, ob da jetzt Erde liegt oder ob da jetzt Stein liegt, ich glaube, das gibt sich nichts, ne? Wichtig ist, dass es ordentlich zu ist, wie sich das gehört. So. So, Lautstärke passt. Kann ich nachher dann hoffentlich, wenn es funktioniert, runterregeln. Der Witz ist ja, bei KDN Live kann ja jetzt Multitrack-Audio importieren, wenn man ein Video irgendwie lädt. Das zeigt er auch an, man kann die Tracks auch auswählen. Das Geile ist, sobald du an den Tracks irgendwas veränderst, direkt in diesem importierten Audio-File, da gibt es eine Option, dass man sagen kann, irgendwie hier Lautstärke ändern, blablabla und so weiter. Die Tracks sind sowas von im Arsch, ne? Also das kreischt, als wenn irgendwie Lautstärke 500% wäre. Und das geht auch nicht wieder weg. Man kann dann wieder runterregeln und das bleibt. Das bleibt einfach. Ja, also... Das heißt also, importieren, ich mache es nach wie vor mit meinem Script, ich splitte das Audio ab, importiere die beiden Tracks manuell und ziehe sie dann manuell als eigene Dateien eben rein und deaktiviere von dem Video direkt das Audio komplett. Nur ist zwar schön, dass KDN Live das importieren kann, aber es funktioniert ja nicht. Gibt auch einen Bug-Report, scheint aber keinen zu stören. Naja, ne, das Script funktioniert, wie es funktionieren soll, von daher alles gut. Ich hoffe, dieses Scheißding hier macht, was es machen soll. Wenn nicht, haben wir nämlich ein massives Problem. Ich hab's aber getestet mit einer kurzen Aufnahme und hab dann geguckt, ob in den Tracks das drin ist, was ich erwarte, was in den Tracks drin sein soll. Das war der Fall und ich hoffe, es funktioniert nach wie vor. Wenn nicht, gibt's wie gesagt einen Zeitraffer. Audio ist scheiße. Es könnte alles so einfach sein. So super einfach. Wieso gibt es im Kernel eigentlich kein Audio so richtig? Wieso muss man da PulseSecure... PulseSecure ist was anderes. PulseSecure ist eine VPN-Lösung. Warum muss man da PulseAudio für verwenden? Was soll der Käse? Ich will einfach im Kernel sagen, hier, komm, AudioStream 1, AudioStream 2, Eingabe, Ausgabe. Mehr will ich gar nicht haben. Einfach nur zwei AudioStreams, einer für Eingabe, einer für Ausgabe. Bam, fertig.
Und den Audio-Ausgabestream, den kann man sich dann schnappen und dann kann man dann sagen, ich würde diesen Audio-Ausgabestream gerne in Track 1 aufnehmen und dann kann man sagen, dieser Audio-Eingabestream, den würde ich gerne in Track 2 aufnehmen. Fertig, aus. Stattdessen hängt da so ein riesen Puls-Audio-Geschissel dran. Das ist nicht schön, es macht keinen Spaß. Na, muss mal durch. So, machen hier noch zu. Zack. Dü-dü-dü-dü-düm, letzte Reihe gleich. So. Und dann holen wir den Zaun noch weg und dann ist hier nie eine Baumfarm gewesen. Das war immer schon hier allerfeinste Natur.